Dudes und Dudins, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir spielen heute den Hand Simulator. Das sind einmal der Yoshi, der ich und der ich. Wir haben jetzt den Spielmodus Grenade Simulator. Grenade Spam. Nachdem das mit der AK schon mal nicht funktioniert hat. Ja, mach doch! Open the box. Ja, leichter. Mit diesem Spielmodus habe ich allerdings scheiß Erfahrungen gemacht. Und der Yoshi sagt, der wäre einfacher. Allerdings habe ich mich in diesem Modus schon selbst gekillt. Hm. Arif, hör auf zu lachen. Was ist los? Nein! Tschüss, da war die erste Granate weg. Ja, du hast die Kiste schon auf? Ja. Ich hab auch schon die Granate in der Hand. Oh. Ich hab die Kiste nicht mal auf. Ja, das Problem ist, das Werfen. Oh. Kickflip. Ich muss den Splint nämlich jetzt, glaube ich, mit der anderen Hand ziehen. Was aber ein bisschen. Was aber ein bisschen tricky ist. Weil ich die andere Hand ein bisschen krüppel halte. Ach, du eine Hand, ich weiß. Ich sehe das gerade. Josh. Dein Arm ist verdreht. Oh mein Gott, wie sieht das aus, Alter? Heil Hitler auch. Kappa. Oh, scheiße! Werfen! 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 Ah! Um. Was hast du? Krieg die Kiste nicht mehr auf. Ja, gut. Das war's für dieses Video. Nein, Spaß. Wie geht das jetzt weiter? Du musst restarten. Wow. So, let's go. And kill them, Alter. Wie will man die Scheiße denn werfen? Also, die Kiste ist schon mal auf, das ist easy. Alter, im Haus. Ja, guck doch. So, Granate ist gecatcht, auch easy. Kiste zumachen. Granate fallen lassen. So, Granate liegt schon mal auf der Kiste. Das ist die Hauptsache. Nein! Tschüss, Granate. Okay, Kiste wieder aufmachen. Ja, Jungs und Mädels. In echt würde ich die Granate schneller kriegen. Nein, er hat die Kiste auf. Fuck. Ich hab dazugelernt. Du hast wahrscheinlich gestreamsniped. Was für Streamsnipe? Nein, die Kiste, aua! Aua, Mami! Hallo, Josh! Hallo! Nein. Der Hand halten wir die Kiste jetzt auf. Ich will diese Granate haben. Wunderbar. Was denn? Ich hab bei mir gerade Mist gebaut. Wir haben,
Liebe Zuschauer, wenn man das von einem Joshua hört, dann kann man eigentlich meistens schon sagen, das Ergebnis wird Halt dein Maul, ich scheiße. bin kein Kevin. Das hast du jetzt gesagt mit dem Kevin. Finger in die Ritze. Komm, Splinti. Was lachst du so dämlich? Splinti. So heißen, so nennen wir einen Klassenkameraden. Geht der ab wie eine Granate oder was? Nein, der ist gefühlt so groß wie eine Granate. Sag Splinti. Finger in Po Mexiko. So, und jetzt irgendwie werfen. Okay, Suicide Incoming. Roadblock gesprengt. Fick dich, jetzt wo ich fast hin. Ja, ich hab's geschafft, die Kiste ist komplett auf. Juhu! So, Josh. Jetzt habe ich nie wieder Probleme mit Kiste aufhalten. Komm raus. Du weißt doch, wie das geht. Finger in Schlitz und fertig. Oder heißt du Darian? Nein! Ich Vollidiot! Okay, an die Granate komme ich nicht dran. Ich glaube, ich habe gerade Scheiße gebaut. Josh, du lachst. Ob es für dich wirklich was zu lachen gibt, sehen wir, wenn meine Granate fliegt, Lul. Wenn die nicht bei dir landen. Nein! Komm, Granati, Granati, Granati. Die Granate. Nehme ich halt eine von den Jungs hier. Man hört halt gar nichts. Voll die Ruhe. Mama, I'm ready. Didüm. 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 Hallo, geht doch. Das Problem ist, da der Typ jetzt weiß, wie man die Kiste aufmacht, ist das Wie man die schnell. Kiste geiert. Und in die Kiste geiert, muss das alles schnell gehen. Und schnell heißt meistens Scheiße. Was ist meine Hand? Lass doch die Kiste los. Was machst du da? Hä? So, auf ein neues. So, Kollege Splinti. Jeder kennt das ja. Das Runde muss ins Eckige. Kappa.
Ist gar nichts. Krieg die Granate nicht gefasst. Ich krieg den Splinter nicht rausgezogen. Oh. Wie lange hat man eigentlich Zeit, das... Ich weiß es nicht. Werden wir jetzt testen. Tschüss. Ich lasse die Granate dann schon mal fallen. Hui. Hui. Ich bin eine Ballerina. Machst du auch noch Suicide oder eher weniger? Nö. Okay. Restart. Ob wir das irgendwann nochmal... What the fuck? Was war das denn jetzt? Ich hab nicht mal irgendwie eine Granate gezogen oder so. Wow. Wie lange hat man eigentlich Zeit beim Rausziehen? Ich glaube 5 Sekunden oder so. Okay. Was auch immer das jetzt wieder war. Ich war der Dumme. Hallo. Lach nicht so schäbig. Ist gleich Granate in die Fresse. Weißt du, Josh, das, was wir gerade machen, erinnert mich immer so an unsere GTA-Spiele. An GTA Online. Gönn ich dir nicht. Wie kriege ich da jetzt einen Splint raus? Oh oh. Wo ist denn der Splint? Achso. Das runde Ding, was sich da bewegt. Nein, Josh. Ich erlaube dir das erste, wenn du Suicide begehst. Ich glaube, das ist gar nicht mal so fern, dass ich Suicide begehe. Dann darfst du das tun. Voll schwierig, Alter. Nein. Da war der Daumen schon gut. Der Daumen war drin. Ja, bei mir auch. Das Problem ist bei mir das Rausziehen. Ja, das ist eigentlich... Schwung! Ah, nein, Daumen raus. Ich hab grad geguckt, kommt da eine Granate? Nein. Jetzt ist der Zeigefinger. Ich schaff das schon. Nein, nicht so. Hand, bleib doch mal still! Okay, Granate fliegt! Oh oh, Suicide. Die flog scheiße. Tschüss! Mach mal einen anderen Game Mode, Alter. Okay. Exit. Wir haben noch den Anonymous Club. Yoshi 1337, Private Room. Hm? Das kann nur schön werden. Bist du drin?
Was denn? Lol. Mach einen neuen Raum. Create Room. Yoshi. Bei mir ist halt das Afghanistan-Setting geladen, ne? Okay, lol. Du sitzt da irgendwo, fliegst in der Luft. Ich habe jetzt einen neuen Raum gemacht. Wieder mit demselben Namen. Aber diesmal habe ich Afghanistan-Setting. Ja, Exit. Wir nehmen was anderes. Chess and Checkers. Fishing! Ha, komm, wir gehen angeln. Selber Raumname. Ich hab das Afghanistan-Setting, Lul. Ich hab den Raum ja noch nicht mehr erstellt, Lul. Okay, bei mir ist das Spiel aufgehangen. Ich sag erstmal Tschüss, vielleicht bis zur nächsten Aufnahme. Haut rein.